Und willkommen zurück. Scorch Earth geht weiter. Und wir stehen vor dem Tor. Ich will auch pfeifen. Ich bin eine Pfeife. Ach ne, das war das Falsche. Wie pfeift man denn hier nochmal? Ich habe keine Ahnung. Glaube ich, mit der Waffe in der Hand kann man, glaube ich, gar nicht pfeifen, oder? Ja. Kann man doch, ne? Egal. Heute ist der Tag der Tage. Wir stehen vor dem Tor. Vor dem Tor der Tore. Ihr hört das, glaube ich, schon. Im Hintergrund laufen die ganzen Klimaanlagen. Heute legen wir Eier. Ein Ei. Vortex legt immer wie ein T-Rex-Ei. Ich lege T-Rex-Ei. Ich kann aber heute lege ich auch mal was anderes. Heute lege ich mal Wirrwarr-Eier. Wir haben es jetzt endlich geschafft. Übrigens, der Stone ist... Wann hast du wie heißen sie? Die grünen Eier besorgt? Vorgestern. Also habt ihr gesehen, wir haben in einer Folge versucht, mit Wixwax auch grüne Eier zu besorgen. Die sind aber leider immer irgendwie verfault oder vergammelt. Und der Stone hat es dann nochmal versucht und hat welche gefunden. Und jetzt werden wir heute... Der Stone hat ja schon... Oh boah, das hast du schon reingelegt. Gar nichts, nein, nein. Das sieht gut, das sieht schön drin, gerade. Super. Perfekt, und jetzt leg ich mal meins. Ich habe nämlich ein Feuerdrachenei. Use Item muss ich dann drücken, ne? Nein. Ach ne, Use Item wäre Essen, Drop Item. Ach, das vergesse ich jedes Mal. So, sorry. Du hast das gegessen. 144er Ei. Oh, das ist ja böse geworden, ne? Sieht man denn jetzt irgendwie schon. Ach, man sieht jetzt schon Fortschritt, ne? Boah, also das. Ja, schaut Fortschritt. Ich habe das selber noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich überhaupt mal ein Ei ausbrüte. Also die Frage ist jetzt hier bei den Ei. Das habe ich halt recht spät gekriegt. Das hat der Spoiled in 4 Stunden und 46 Minuten. Und die Ausbrütung dauert eigentlich 5 Stunden. Ja, wenn wir dann sehen. Und wenn wir Pech haben, dann müssen wir es dann eben... Dann ist es weg, dann müssen wir ein neues besorgen. Also mich interessiert das Essen, das Feuerdrachen-Ei, weil das auch vom Level ein bisschen höher ist. Das bedeutet jetzt, 5 Stunden müssen wir warten, bis dann der Drache schlüpft, ja? Das andere Gift ist auch mit 4 Stunden echt knapp bei Kasse. Ah, das heißt, wir müssen eine Stunde vorher etwa die Milch besorgen. Die Milch holen. Halbe Stunde okay. Geht eigentlich auch. Ja, aber das mal ein bisschen Sicherheit haben. Ihr habt das ja in den letzten Folgen gesehen. Wir haben ja die Drachenfalle vom Stone, die er gebaut hat, getestet. Funktioniert super. Wir haben auch schon Milch besorgt, aber selber getrunken, weil wir ja die Brütung noch nicht gemacht haben. Und jetzt warten wir dann eben 5 Stunden oder 4,5 Stunden eben. Und dann eine halbe Stunde vorher werde ich dann die Aufnahme nochmal anschmeißen. Dann werden wir die Milch besorgen. Dann werden die Drachen schlüpfen und dann einfach nur ins Inventar legen, denke ich mal, oder Stone? Ja, die Milch kannst du bei den einfach in den Teil denken. Muss aber gucken, auf den normalen Server-Einstellungen und ohne Stack-Mod halten die jetzt nur mit Salz in den Bins 3 Stunden. In den Tieren kannst du kein Salz rein tun, wenn die klein sind, geht nur. Wenn ausgewachsen. Wenn du ausgewachsen kannst, vielleicht so wieder Salz rein tun. Ja. Heißt, du musst die immer pünktlich zum Essenszeit sowas rein tun, dass du die halt nicht vergammelst. Okay. Und was jetzt noch die Frage ist, bei uns ist das jetzt so, wir brauchen jetzt insgesamt bis erwachsen sind 9 Stunden. Das heißt, wir müssen einmal Milch besorgen, dann haben wir das gegessen. Also eine Spoilerung im Kühlschrank hält 3 Tage. Mhm. Das heißt, Milchprobleme haben wir nicht. Ohne Salz draußen halten die 5 Stunden. Das heißt, du kannst nach 5 Stunden nochmal Milch reintun, dann hast du das clear. Das ist gerade weggenommen, warum das? Ich wollte das 88er machen. Achso, was hast du genommen? Das 84er? Ja. Achso. Voll schief. Das wäre egal. Du bist voll schief hier. Schief, ey. Guck mal deinen Buckel an. Nein, kann ich das nicht. Wenn du das anguckst, siehst du, da steht ja jetzt über den gelben Balken steht Incubating. Mhm. Und da steht auch, wenn es zu heiß oder zu kalt ist. Ah, okay. Ich bin mal gespannt mit dem Gift, ob der nicht vorher verreckt. Ja, das ist eine Frage. Warum ist das so niedrig? Ja, ich habe den halt gesammelt, das war ja nach dem Bug. Ach so. Ich habe da ein Ei noch gefunden, was so gebuggt hatte. Das ist mir auch direkt gespoilert. Und die beiden hatte ich gefunden, ja, beide gleiches Level, beide schon echt nah an der Grenze mit der Zeit. Mal schauen. Komm Leute, wir machen mal ein Standardfoto, wie wir es immer machen. Neben den Eiern.
Nicht hinter mir. Auch oben drauf wollte stehen. Das ist auch gut. Das ist, glaube ich, besser. Dann bin ich mal was höher. Oh. Ich dachte, man kann draufstehen. Wo ist denn der? Ach, der ist da drin. Ich wollte gerade sagen, wo ist der? Hier, da schlüpft schon eins. Da schlüpft schon ein hässliches Drachending. Voll zu Ostern hätten wir das machen sollen. Wäre besser gewesen. Ja, bück dich mal, das ist schön. Damit ich auch mal groß bin. Kommst du mit, Stone? Ja, du bist da. Oder auch nicht. Er hat mal deinen Jerboa gesehen. Okay, dann machen wir. Fütterchen! Fütterchen! Okay, wir haben ein Fütterchen gemacht. Fütterchen. Okay, Leute, dann sehen wir uns dann in 4,5 Stunden nochmal wieder. Und dann werden wir die Milch besorgen. Dann werde ich das auch nochmal zeigen, wie wir das gemacht haben. Und ich denke mal, ich werde mal mit dem Stone, glaube ich, auch mal nochmal so eine Special-Folge machen. Wie man die ungefähr, man muss sie nicht unbedingt gleich bauen, aber wie man eine Drachenfalle zusammenkleistert, dass ihr es dann auch selber machen könnt. In welcher, wie groß die sein muss, damit eben ein Wirrwarr drauf reinpasst, weil die haben natürlich auch ihre Länge, wie hoch die sein muss. Das werden wir dann zusammen machen nochmal als Special-Folge, dann habt ihr dann so gesehen so einen kleinen Guide, wie man das selber machen kann. Okay, das war's. Ich stelle mich jetzt nochmal hier hin und dann winke, winke und winke, 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 lalala, trinke, trinke, trinke. Und tschüss, bis nachher. Ja. Aua. So, Lieben. Wir sind mal ganz kurz nochmal zurück und der Eierbrütfortschritt ist schon ein ganzes Stück schon vorangeschritten. Ich zeig mal ganz kurz das Blaue. Bei dem Blauen seht ihr den gelben Balken, der muss nämlich ganz verschwinden. Da ist noch, sagen wir mal, 5 mm ungefähr. Sagen wir mal, 5 mm sind das. Und bei dem Grünen ist es schon fast so weit, da ist nämlich nur ungefähr 1,5 mm. Und das Ei vergammelt uns aber in 48 Minuten. Wir hoffen, dass es natürlich jetzt gleich schlüpfen könnte. Wir müssen aber trotzdem noch ein bisschen Milch besorgen. Ich war gerade eben nicht da. Stone und Grave haben gerade eben noch mal ein bisschen noch ein paar Eier besorgt. Ihr habt aber noch ein paar blaue Eier, ne? Noch mehr. Oh, so 16er. Und hier ist die Milch drin. 148er. Ja, das ist Stone Science. Nicht schlecht. Boah. Und ihr habt 20 Eier besorgt, okay, 20 Milch besorgt, ja. Mit ja, Salz. Oh, hi, Sohn. Also, das bedeutet, wir müssen noch ein bisschen Milch besorgen. Und wenn wir dann die Milch haben, dann, denke ich mal, ist es dann auch soweit. So, meine Freunde, wir sind wieder zurück. Und der Grave ist jetzt mit dem Tapijara runter in die Schlucht geflogen. Und hat sich ein Weibchen rausgepickt und auch angeschossen. Der müsste in jedem Augenblick. Da kommt er schon. Da kommt schon der Drache. Ist das ein Flug? Das ist ein Feuerdrache, glaube ich, sieht das aus, ne? Ja. Feuerdrache. Wo bist du eigentlich? Ach, da fliegst du, okay. Okay. Das ist ja unsere Falle. In ein paar Folgen haben wir die schon mal präsentiert. Und der Tabejada fliegt jetzt da durch. Und ich mache jetzt das Tor. Kann ich das zumachen? Ja. So. Das Tor ist zu und wir haben unseren Drachen. Das ist ein Weibchen, hast du gesagt, ne? Ja, jetzt kommt da noch ein Mantis. Naja! Komm so an, komm so rum. Oh, cool. Welches Level hat der gehabt? Level 4 hast du einen perfekten ausgesucht. Umso niedriger das Level beim Betäuben, ist es erstmal dafür besser. Und zweitens, also man braucht weniger Pfeile oder besser Darts. Und wir müssen ja sowieso den öfters wieder aufwachen lassen. Oder macht ihr das nicht? Nee. Machen wir direkt neu, ne? Dauert alles zu lange. Man könnte es machen, ihr könnt es auch so machen, wenn ihr jetzt nicht, wenn ihr als zu, ups, ich schieß die Hatte daneben, zu sehr Angst habt, dass ihr noch immer weiter hier reinfliegen muss, in diese Schlucht, dann könnt ihr den auch wieder erwachen lassen, aber es dauert dann, glaube ich, eine Stunde erst dann, ne? Und die müssen in der Nähe bleiben, weil wenn die wegfliegt, dann despawnen die da raus, also backen die raus. Oh, da liegt sie, okay. Muss mich in der Nähe des Gebäudes sein, weil lass mich mal kurz reingucken. Ist das Gebäude, sagen wir mal, spawned vom Spiel her. Ja. Ihr seht übrigens, dass der Torpa-Wert, ziemlich schnell runtergeht. Da müsst ihr mal aufpassen, weil die sind recht stark immun gegen diese Pfeile. Also müsst ihr schnell. Ich muss mir ruhig mithelfen. Ich hab das nicht allein. Sorry, ja. Oh, der macht gleich auf. Der macht auf. Meinst du? Ja. Oh! Hab ich doch. Ja.
Der hat mich angespuckt. Boah. Gott, der Tappet Schabak geht die ganze Zeit auf die Fresse von der Art Betreuung. Okay. Nein. Ich muss mal ganz kurz was essen und schieß den mal ganz kurz tot hin. Den Drachen. Ich habe ja auch ein Gewehr dabei. Ich schaff's mit der Atroplaura, ne? Locker. So. Easy tot. Easy tot. Das mit dem Nachladen hat aber irgendwie auch gerade nicht so gehabt. Oh, voll auf den Pfosten geschossen. So, perfekt. Oh. Also, so gesehen, wir machen das jetzt so. Wir holen uns jetzt nämlich noch ein Weibchen und dann kommt das gleiche Spielchen wieder. Wieder betäuben, die Milch rausholen, töten. Nächstes Weibchen und so weiter und so fort. Ansonsten könnt ihr es, wie gesagt, auch so machen, dass ihr ein Weibchen behaltet, es irgendwann aufwachen lasst. Es geht da ziemlich schnell, habt ihr ja gesehen. Und dann müsst ihr, ich glaube, eine Stunde warten, ungefähr, denke ich mal, bis die Milch dann wieder in dem Körper des Weibchen spawnt. Also, wenn ihr es schneller haben möchtet, dann macht's wie wir. Und wir werden jetzt nochmal ein Weibchen besorgen. Wir werden es nochmal einem Weibchen besorgen. Wir besorgen es dem richtig. Munition tauschen. Okay, ich mache gerade so einen kleinen Cut, mache die Atropleura kaputt und wenn wir gleich wieder mit dem nächsten Drachen da sind, dann mache ich wieder mal die Aufnahme wieder kurz an. So, wie versprochen, machen wir für euch noch einen zweiten Drachen und der Stone ist diesmal auf dem Tapejaro unterwegs. Müsst ihr jetzt gleich irgendwo... Wo bist du jetzt? Der hat sich wieder hingesetzt. Der Leitende gesagt, so, ja. Okay, dann schießen wir auch einfach nochmal an oder so. Ja. Kann man den nicht... Ah ne, man kann ja nicht im Flug, glaube ich, auf die Position 1 und 2 und 3 wechseln, ne? Das ist ein bisschen doof. Bisschen. Der Stone hat, währenddessen ich eben mit dem Grave ein paar Drachen abgeschossen haben, hat der sein Haus hier oder unser Haus weitergebaut. Damit wir wenigstens einen kleinen Unterschlupf haben, wenn es dann wie jetzt die ganze Zeit ein paar Sandstürme oder... Ach, da ist er ja schon. Okay, ich gehe ja schon mal auf die Position. Ich stehe noch im Käfig. Zu machen. Hallo. Ich wurde schon abgeschossen. Ich stehe aber hier. Warum wurde ich getroffen? Weil du zu weit vorne stehst. Ich stand doch hier. Guck mal, wie komme ich denn bitte hin? Ja, das ist zu weit vorne. Oh Gott. Ich muss schon ganz hinten beim Pincode stehen. Das hat schon seine berechtigten Grund, die Länge. Ah, ich war doch so weit weg. Ah, oh, heftig, der hat auch eine Range, ne? Unglaublich. Ich krieg aber die ganze Zeit irgendwie eins auf die Fresse, wir ne? Haben längsten. Und hätten wir den kommen lassen. So. Und bei dem kleinen Fail von gerade. Oh, da kommst du ja schon. Hm. Ich bin übrigens immer noch am Bluten. Und die Rüstung ist übrigens auch schon kaputt gegangen. So, diesmal mache ich mich aber hier schon mal zum Pet hier, damit ich das Ding zumachen. Sag Bescheid, wenn ich das machen kann, ja? Jetzt. Oh, ein Feuerdrache, oder? Ja, Feuer. Dann fange ich schon mal an. Ach, ich habe noch gerade mit einer, wie heißt er, mit der Mantis gekämpft. Na, falsch. Da liegt sie. Der hat nicht so eine Rage? Wenn die Attacke ist schon lang, die geht bis hier, glaube ich. Nicht so weiter. Aber wenn er jetzt einmal schießt, dann bin ich wirklich Fritte. Deswegen gehst du nach unten. Dann bist du nicht Fritte, weil gehst du unter den Stein drunter, deswegen gehst du auf den Platz. Das war schon, okay. Ja. So, geh drauf zuschlagen. Ja. Ein bisschen bevor er tot ist, ich hole den Double-Jara. Ich hab irgendwie Angst vor dem. Ah, hast du schon gekillt, super. Ja. So. Okay, perfekt. Ich 200 XP, deswegen macht man das immer. Mit Tieren am besten. Killen. Also du brauchst aber auch nur dabei sein, glaube ich, oder? Ich glaube, wenn du selber killst, kriegst du mehr XP. Punkte, ne? Ja, bringst du mehr Punkte. So, einmal. Okay. Ich. Wir sammeln jetzt noch ein bisschen Milch, aber das machen wir jetzt nicht mehr in der Aufnahme. Ihr wisst ja jetzt ganz genau, wie es geht.
Und wenn wir dann genug Milch zusammen haben, wir werden jetzt nämlich jetzt noch ein paar Eier suchen und noch mehr züchten, damit wir wirklich eine ganze Armee voller Wirwans haben. Und dann können wir sich dann immer... 9 Stück. Mindestens 3 für jeden, ne? Von jeder Farbe ein. Genau. Okay. Alles klar, dann bis zur Ausbrütung der Kleinen. Tschüss. So, wir sind wieder zurück von der Milchtour und wir haben in der Zwischenzeit Nachwuchs bekommen. Und sind die 4 Eier genau in der Zeit, wo wir gerade weg waren, alle geschlüpft. Einmal der Grüne, ich zeig euch das mal ganz auf Backspace, Level 28. Der Grave läuft gerade mit dem ganzen Schlepptau hier gerade herum. Einmal der 144er. Was war das? Ein 88er und 28er. Genau, das sind die ganzen Eier, die gelegt worden sind. Und jetzt bringen wir die mal ganz kurz raus hier, aus dem Raum, weil wenn die hier nämlich größer werden, kommen die hier nicht mehr aus dem Haus raus und besser aus dem Zimmer. Und hört ihr mal die Schritte an. Heftig, ne? Und ich so, wie können die so laut sein, wenn die so klein sind? Ja, es ist ein bisschen übertrieben, finde ich das. Was? Ach, du kannst jetzt pfeifen. Du musst die auseinanderpflücken. Die brauchen Platz. Zwei von dir nach links und zwei von Dex nach rechts. Stone, erklär mir mal ganz kurz, also ich habe jetzt hier mal zum Beispiel den Level 28er Poison, also den Gift, die Giftigen. Der hat Food 3000, also Maximum, und 568 hat er jetzt im Moment Intus, also gesehen hat er als Wert. Ja, ja. Ab wann sollte man am besten die Milch reinlegen? Also die Milch, es ist halt unterschiedlich, ich weiß es selbst nicht genau, weil ich halt noch nie... ein Wyvern jetzt gezüchtet habe. Aber theoretisch ist ja nicht sofort. Das heißt, er muss hungern, bis er isst, weil du in den Wyverns jetzt keine Salz reintun kannst. Es ist vergammelt die Milch recht schnell, deswegen lass es drin. Hat es, sagen wir mal, ist auf bei 0 stirbt, da fängt er halt an zu sterben, solltest du ihn bei 100 reintun. Spätestens am besten. Der kommt dann von selbst irgendwann und isst dann halt auch. Okay. Und dann, bei jemandem höher, 1200, lässt er halt immer so 600, 700 hungern, weil die Milch regeneriert, glatte. Guck mal, bis dann nach. Hier ist genau. Wir haben natürlich jetzt hier ziemlich verschiedene Werte. Du würdest jetzt noch nicht empfehlen, sofort die Milch reinzulegen, ne? Sofort die Milch, nein. Bei unserem Stackmod geht das. Mhm. Aber sonst wird die, glaubt, nach Int hier. 36 Minuten, glaube ich, vergammeln. Okay. Und das ist halt nicht gerade lange, wenn du halt dann in der Küche 1,5 Stunden, dann würde ich da eher. Ach so, ist dann noch 3 Stunden, glaube ich. Wird die Milch normalerweise nicht gestackt? Ja, die wird nicht gestackt, die sind immer einzeln. Ah, okay, also erkläre ich mal ganz kurz. Wir haben bei uns eine Stack-Mod drauf, weil das, wenn wir ziemlich viel farmen, haben wir natürlich ziemlich schnell auch. Ja, eben die Werkbank und die Schränke voll, deswegen haben wir eine Stack-Mod drauf, die geht ziemlich hoch und das waren die Eier, hier ist der Schrank, wo die Milch, der stackt die Milch auf 5. Das bedeutet, umso mehr gestackt wird, wird immer nur die erste Flasche vergammeln, zum Beispiel. Und bei uns ist das auch irgendwie, glaube ich, erhöht, ich weiß halt, wie es auf normale Einstellung ist. In Breeding Bing sind es 1,5 Stunden und wenn du jetzt reinguckst mit Salz, sind es 2 Tage. Ja. Ich weiß nicht, ob da vielleicht an Stack-Mod mit dazu liegt. Ich denke mal, es liegt auch, glaube ich, an der Stack-Mod. Also wir haben da nichts geändert. Und die Wyvern-Milch gibt erst 1200 Food wieder. Das heißt, sie essen relativ spät. Es muss schon warten, damit den reinzutun. Sehr schön. Gefällt mir. Die fallen mir übrigens sehr, sehr gut. Ich mache mal ganz kurz ein Foto davon. Die sind echt total niedlich. Müsstest du wieder, siehst ja die Zeit an dem. Ach, du Penner, musst du mir genau die Scheiße genau hier hinlegen. Ich kämpfe wieder. Also bei dem Feuer zum Beispiel nach 3 Stunden und 47 Minuten, weil nach 39 Minuten musst du zu dir hingehen und mit dir interagieren. Normalerweise sind Interaktionen Kibbel, was ich glaube, ich hoffe, dass sie Kibbel wollen, das wäre automatisch, mit denen laufen oder eine Runde knuddeln. Das heißt, du umarmst eine Runde, was auch vielleicht problematisch wird, je nach Größe. Okay. Also das heißt, ich glaube, es wird eher nur Wandern sein. Das heißt, du musst die pfeifen und dann mit den Runde laufen. Okay. Freuen die sich so, yay, danke Daddy. Und dann, dann kriegen die eben so einen bestimmten Wert noch dazu, glaube ich, ne? Dann kriegen einen Bonus. Für den Bonus steht aber, auch hier, wenn du auf F drückst. Aber nur von dem, 100%. Aber nur für den, der das halt dann gemacht hat.
Genau. Oh, oh ja, scheiße. Raced by Lenya? Ja, weil ihr weg wart und ich wollte nicht, dass sie sterben, habe ich sie geraced. Das meine ich, das habe ich ja vorhin gemeint. Wenn du die raced, dann kriegen wir das Implant nicht mehr. Die sind jetzt alle meine. Naja, ist jetzt nicht so schlimm. Also, ich bin zufrieden, wenn ich einen Drachen habe, weil jetzt finde ich... Die Viecher kümmert. Sehr schön. Also es ist so ein bisschen wie beim Tamagotchi-Spiel, wenn ihr die alten Tamagotchis noch kennt. Man muss die knuddeln und lieb haben und dann werden die besser und freuen sich. Und das ist eben hier im Spiel auch. Und dann kriegen die eben noch bestimmte Bonuspunkte noch dazu. Also gesehen, wer sich um die Kinder auch kümmert, man muss es nicht machen. Ihr könnt das auch einfach so sein lassen. Ihr könnt das einfach durchziehen. Die kriegen dann aber dann keine Special oder nicht Special Punkte, aber Bonuspunkte. Und ja, müsst ihr nicht machen. Könnt ihr aber, wenn ihr Zeit habt... Das kann jetzt bei uns der Stone machen. bekommt dann eben so gesehen noch ein paar Punkte noch dazu, was eigentlich auch ganz cool ist. Ja, ach, ich glaube, das waren bei meinem Bären 28% auf Midi-Damage. Bonus. Das ist schon nicht. Vielleicht die anderen weiß ich jetzt nicht. Ich würde es machen, sagen wir so, wenn man die Zeit hat. Ja. Und okay, was, Leute. Halt auch cooles bei den Viechern ist halt. Ja, erstens voll cool aus und die wachsen halt immer Stück für Stück ran. Siehst du auch einfach und ich würde den Namen auch nicht ändern, weil jetzt siehst du zum Beispiel, hier steht jetzt Baby Poison Wyvern. Wenn die nächste Stufe anbricht, wird der Name automatisch geändert und weiß, aha, er ist in der nächsten Phase angekommen. Okay, also warten erstmal mit den Namenänderungen, damit man wenigstens das unterscheiden kann, welche Stufe man gerade hat. Genau. Weißt du rein zufällig, wann die nächste Stufe hier kommt, dass man das mal vielleicht noch mit aufnehmen könnte? Leider ist das ein bisschen blöd, weil normalerweise sollte das ja jetzt 9 Stunden und 15 Minuten dauern, die nächste Stufe. Mhm. Und, weil ich weiß, klappt das nicht ganz mit 9 Stunden 15 Minuten. Anscheinend sind die 9 Stunden 15 Minuten schon fertig. Mhm. Ja, wir haben nämlich, glaube ich, hier die Breeding-Zeit höher gestellt. Ich weiß zwar gar nicht warum, keine Ahnung. Also, wir brüten ja eigentlich sehr wenig irgendwie was aus. Auf dem Season 3 Server haben wir es sehr, sehr selten gemacht. Ich glaube, Z hat das eingestellt gehabt. Ja. Okay, wir machen jetzt hier mal einen kleinen Cut. Wir machen einen kleinen Cut und wenn wir dann bei der nächsten Stufe sind oder vielleicht dann, wenn wir gerade die Milch reinlegen, dann machen wir wieder an und ja, dann kommt eben der nächste Schritt. Bis gleich. Bis gleich. So, und dann nochmal ganz kurz zum Zeigen, wie die wachsen. Wir haben jetzt schon ein bisschen Milch reingelegt. Bei dem Feuerdrachen dauert das noch was, 5. Hat also nichts gegessen. Bei den kleineren die Poison, also die Giftdrachen, die Grünen, die haben schon mal eine getrunken. Und ihr seht den Unterschied schon, dass sie schon ein bisschen gewachsen sind. Und ich werde das vielleicht, wenn ich es schaffe, jeden Schritt, fast jeden Schritt, das ist ein bisschen schwer, natürlich wieder jeden Schritt aufzunehmen, aber jeden Schritt irgendwie zu erfassen. Und dann kann ich euch das ein bisschen zeigen, wie das aussieht, wie die Stück für Stück heranwachsen. Okay, bei den da hinten, die haben sich, glaube ich, schon bewegt. Oder habt ihr die irgendwie anders hingestellt? Ich weiß es gar nicht. Ich hab die anders hingestellt. Okay. Weil, wenn die wachsen, dann backen die in den Boden rein. Mhm. Bewege ich dir mal ein bisschen, damit die wieder da oben drauf stehen. Okay. Alles klar, dann machen wir hier wieder einen Cut und bis zum nächsten Schnitt. So, gleiche Position. Und der Wyvern, oder alle beide sind was größer geworden, seht ihr? Ich zeige euch mal ganz kurz auch die Schriften. Sieht auch der Fortschritt des Balkens ist ein bisschen weiter nach vorne gegangen und der Feuerdrache hat auch schon mal einmal Milch gegessen. Der müsste eigentlich, glaube ich, zweimal gegessen haben. Ja, der hat nämlich schon nur noch 3 Flaschen drin. Und ihr seht auch, das ist ein großer Unterschied. Es ist schon fast so groß wie ich. Was jetzt nicht unbedingt schwer ist. Aber man kann das irgendwie als kleines Maß nehmen. Aber das geht aber schnell, wie groß die werden, ne? Das ist echt. Ja, normalerweise sollten die angeblich laut mehreren Seiten 3 Tage dauern. Irgendwie dauern sie anscheinend nur 15, 9 Stunden insgesamt. Okay. Normalerweise sollte die erste Stunde bis zu der Phase, wo sie jetzt sind, sollte angeblich 9 Stunden dauern. Aber irgendwie, naja, haben die Seiten sich wohl vertan mit den Informationen, die sie preisgeben. Aber wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen, weil wir haben ja auf dem Server ein bisschen was anders eingestellt. Kann sein, dass das deswegen alles ein bisschen... Ich weiß es nicht, deswegen. Ne? Aber wir halten uns aber natürlich auch... wir geben euch die Informationen von dem Original, also von der Originals Brütung, Ausbrütung der Eier. Also solltet ihr jetzt nicht
Wir geben euch jetzt nicht die Daten von unseren, von unserer Einstellung, das wäre total sinnlos. Also geben wir euch natürlich nur die Informationen, die auf der offiziellen Homepage stehen. Okay, ich mache wieder einen Schlussstrich hier drunter erstmal und wenn dann wieder ein Schritt weiter ist bei den Drachen, dann kommen wir wieder. So. Die Drachen sind noch ein Stückchen gestiegen. Guckt nochmal ganz kurz nach. Ja, der Feuerdrache hat immer noch nur vier Flaschen Intus und der andere hat immer noch drei. Aber die sind noch ein ganzes Stückchen gestiegen. Also die sind jetzt schon größer als ich. Vorher waren sie nicht so groß. Da waren sie einen halben Kopf kleiner. Jetzt sind sie schon fast einen halben Kopf größer. Ich würde sagen, du brauchst wirklich für ein maximal bei unseren Zeiten jetzt 10 Stück. Mhm. Also was sie jetzt fressen, als das Puffer haben. Normalerweise brauchst du natürlich mehr, aber wie viel sie normal essen könnten auch 10 Stück reichen. Wie viel sie essen müssen. Ich glaube, mehr wird nicht benötigt. Okay. Gut, dann werden wir mal wieder warten, bis es der nächste wächst oder bis die beiden dann wieder, ich denke mal, die wachsen ja zusammen dann, bis die beiden zusammen wachsen und dann machen wir die Aufnahme wieder an. Bis gleich. So, und wie ihr seht, ist der Würmer ein ganzes Stückchen jetzt noch gewachsen. Jetzt ist er fast 3-2 Köpfe größer als ich. Und wie war das nochmal? Es geht jetzt langsam los mit dem... Wie nennt man das nochmal? Bei dem geht das nicht. Bei welchem war das? Hast du das gerade eben gemacht? Ja, habe ich gerade gemacht. Bei dem anderen gibt. Bei meinem. Bei deinem, okay. Dass man mit denen irgendwelche Aktionen machen muss, ne? Ja, genau. Zum Beispiel kannst du den grünen Le Poison mal angucken. Bei denen siehst du das jetzt schon. Da kannst du. Da habe ich das gemacht. Bei 43% schon Imprinting. Weil ich einmal mit denen habe. Und der andere zum Beispiel 0. Also Poison, der wollte, glaube ich, Milch, hast du gesagt, ne? Ja, haben. Dann musst du ihn auf den letzten Slot legen und dann die Milch. Wie viel Zeit hast du eigentlich dafür, wenn er das will? Unendlich Zeit, nur die Sache ist halt, das nächste Mal fängt dann halt erst dann an, wenn du es... andere beendet hast. Genau. Ja. Aber wenn der jetzt unbedingt Milch will, dann kann ich mir schon noch Zeit lassen und die Milch holen. Ja, komm. Du brauchst für den normalen Server, weil du brauchst jetzt Milch und für den normalen Tier brauchst du Kibbel. Irgendein Kibbel. Achso, okay. Und da ist es halt dann, musst du halt das besorgen, das kann halt immer dauern. Das ist aber auch dann ein bisschen böse, ne? Wenn du jetzt einen Kibbel hast, was du gar nicht, zum Beispiel Mentes-Kibbel, wenn wir jetzt noch keine Mentes-Eier hätten, das wäre ein bisschen böse gewesen, ne? Beispiel, aber für den Weibern wird das jetzt nicht vorkommen. Weil er halt nur Milch ist. Milch will. Hallo du! Kopf. Wie groß die schnell und wie schnell die groß werden. Also es ist jetzt nicht. Die werden so schnell so groß. Zwischen den ganzen Abschnitten, die wir jetzt immer geschnitten haben, ist nicht viel Zeit vergangen. Wie viel Zeit ist jetzt vergangen? Ich würde mal sagen. Eine Stunde. Naja, mehr. Mehr als eine Stunde, aber ich denke mal mehr. Im letzten Abschnitt war es eine Stunde. Seit dem letzten Abschnitt, aber davor, ja. Wir haben ja gestartet ungefähr um 9. Also jetzt 2,5 Stunden ungefähr ist es her und die Dinger sind echt mega gewachsen. 3,5 Stunden Bett schlüpfen. Nee, jetzt nicht von der Brüte, also nicht von den Eiern her, sobald die klein sind. Geschlüpft ist. Ah, stimmt, um 8 haben wir das gemacht, genau, so war das. Kurz vor 8. Stimmt, 3,5 Stunden her und das geht super schnell, finde ich. Also, man macht währenddessen mal ganz kurz was anderes, geht dann ganz kurz mal wieder ins Scorch Earth rein, wenn man jetzt gerade nichts hier zu tun hat. Dann kommt man wieder online und dann ist das Ding wieder einen ganzen Kopf größer geworden. Also, finde ich super genial. Und du bist hässlich. Okay, Leute, wir sind gleich wieder bei euch dann da. Das ist ja traurig. seht ihr die Ecke? Bin dann gleich wieder für euch da, wenn es dann wieder heißt, wenn wir mal vielleicht einmal was füttern müssen oder mit ihm spielen, spazieren gehen. Hallo. Hi. Und jetzt sind wir langsam so weit, dass der
Lightning, glaube ich, von dir ist das, ne? Der Lightning? Ja. Der Lightning gleich so weit ist, dass der irgendwas haben möchte, genau 38 Sekunden. Und woran sieht man das dann einfach? Man muss auf F drücken, oder was? Und dann steht das dann da, glaube ich, ne? Steht dann da. Dann steht das dann da, was er möchte. Dann kannst du das ja mal gerne machen. Ich bin mal gespannt, was es ist. Vielleicht einfach nur Milch. Das ist halt das Ding, was du weißt nie, was er will. Genau. Also es ist genau... Ein dankbares Miststück. Wenn ihr One Scare in... Die Welt. Ja. Das so gesehen, wenn ihr das macht, dann kriegt ihr diesen Bonus. Nicht? Und in 6 Sekunden ist es soweit. Und dann gucken wir mal, was der so möchte. Also bei dem Grünen war das einfach nur Milch. Und bei dem wird es sein... Ist das Schnullerzeichen über dem? Komm, Len, ja. Ja, und du musst kommen. Was? Was? Du musst kommen. Ich muss machen? Ja. Weil du den Impfen hast. Kann gar nichts machen. Gut, dass ich noch da bin. Du musst okay. Den knuddeln, glaube ich. Bei mir? Wolver One zu Hand, Feed, Comfort, Wolver Milk. Jetzt muss ich eine Wolver Milk nehmen von ihm. Wo steht denn das? Also steht das nur bei dir? Ja, steht nur bei ihm. Ah. Also was steht jetzt hier? Steht jetzt Feed Wolver Milk to confirm Lightning Wolver One. Achso, den Milch. Aber, warte, ich tue die Milch mehr raus. Ohne Milch in meinem Inventar steht Lightning Wolver wants to be hands feed. Confirm food Wolver Milk. Okay. Let's dann machen wir. Milch und einmal. Hui, plus 43%. Oh, wie er sich freut. Wow. Vor allen Dingen fand ich das gerade total lustig, wie der Schnuller da oben drüber aufblinkte über den Lightning. Und der Spaß ist jetzt alle 4 Stunden. Alle 4 Stunden. Das Schöne ist jetzt, wir haben jetzt gleich 11:45 und dann könnt ihr euch ja mal ausrechnen, wenn du das mal vernünftig durchziehen musst oder möchtest, dann muss man das alle 4 Stunden machen, dann viel Spaß beim Wecker stellen. Ja, ich habe es morgens um 10 Uhr angefangen, dann würde ich es machen, damit es was besser geplant. Richtig, wenn man einen Tag Zeit hat, vielleicht morgens den Wecker stellen oder sowas um 8 oder 9 oder sowas, dann hat man viel Zeit, gut frühstücken und dann was zu essen mit zum Computer mitnehmen und dann kann man diese Sachen machen, dann hat man mehr Zeit. Wenn man solche Sachen jetzt am Abend macht, dann muss man nachher um 4 Uhr aufstehen, das ist dann wirklich ein bisschen beschissen, dass man diese Uhrzeit hat. Ja, man muss halt wirklich ein bisschen Teamwork machen, wobei das Imprint halt dann immer trotzdem der machen muss, der das halt. Der es gemacht hat, genau. Also ihr seht ja überall bei Lenya, also das heißt gesehen, überall muss das Stone machen. Ja. Ich würde sagen, wir richten Stone hin, weil der hat uns unsere Tiere geklaut. Nö, ich sag dann mal, wir gehen mal in die Bar und lassen Stone arbeiten. Tschüss Stone, ne? Ich nehme die Tiere, die ich gut finde und die anderen brauchen nicht. Okay, dann bis zur nächsten Fütterung. Das ist bei meinen, glaube ich, erst in. Nicht, aber. Nicht mehr so weit, ne? 5 Minuten und der nächste in 13 Minuten. Also, okay. Das heißt, Schnitt und bis gleich. Bis gleich. So. Da ist das nächste. Der nächste Wirrwarr, der jetzt gleich was haben möchte. Und jetzt kann er. Oh, du hast gepfiffen. Also nicht falten, Junge. Hm. Ah, oh, Milch. Milch, okay. Milch. Oh. Ich finde es übrigens auch dieser Level-Up, dieser Deling. Gar nicht mal so schlecht. Okay, und der nächste wäre dann der Feuerdrache, männlich und in 8 Minuten dann. Bis gleich. Bis gleich. So, meine Freunde, wir sind wieder zurück. Der nächste Tag ist angebrochen und damit meine ich auch den richtigen Tag, sondern nicht hier in Scorch Earth, weil es morgens und unsere Drachen sind alle da und groß und der Stone hat schön weitergefüttert und ist dann irgendwann dann auch ins Bett gefallen. Grave ist mit dabei, Stone ist nicht da und wir, ich glaube, ihr habt jetzt noch ein paar Lampen hier dazu gebaut, ne, damit es ein bisschen hier noch zu angestrahlt wird. Der Drache sieht natürlich jetzt nicht so aus, wie er jetzt hier ist, dass er so ein bisschen grün-gelblich ist, sondern er ist eher in dieser Farbe hier. Das ist der Feuerdrache. Vielleicht kann man die Lampe ausnehmen. Ah ja, jetzt sieht man es, genau, perfekt. Dann ist das der Giftdrache, den ich gestern hier als in die Ecke stehen hatte. Dann hattest du ja hinten auch einen total geilen grünen Drachen. Und ein Lightning, ne? Lightning, den hast du schon umgenannt, sehe ich. Ja. Skrill!
Weißt du was? Ich mach mal einen Rundflug einfach hier mal mit dem Feuerdrachen. Und, wie der schon geht. Ihr braucht übrigens ja, wie gesagt, keinen Sattel. Wisst ihr, glaube ich, selber schon. Und, also ich sag euch nur, ihr fliegt einen gefühlten Meter weit. Boah. Ist er schon tot? Ja. Geil. Ihr fliegt einen gefühlten Meter weit und irgendwie ist er schon irgendwie 300 Meter weit geflogen. Wie macht er das denn? So ist linke Maustaste ist angreifen. Und rechts. Beißen und rechts. Und mit C kannst du andere Tiere schnappen oder wenn du auf dem Boden bist, auch fahren. Ach was. Also Kaktus-Set kann er ganz gut fahren. Okay, warte, ich versuche gerade mal zu landen, aber er will irgendwie nicht landen. Landen! Nö, will nicht. Landen! Landen! Landen-Bridge! Boah! Also das mit dem Landen, das haben die Drachen irgendwie alle nicht so ganz, ne? Was muss ich drücken jetzt, um zu farmen? C. Das ist ja lustig, guck dir das mal an. Du kannst halt auch Tiere wegschießen damit. Ohne dass es sie gibt. Oh, ich bin schon Level up. Und jetzt gucken wir uns mal ganz kurz ein paar Fährte an von dem. Okay. Boah, der hat aber recht viel Leben. Ich habe jetzt fast 8000 Leben. Wie viel hast du mit deinem Lightning? 10.000. 10.000. Ich habe 800 Damage. 850 insgesamt. 917. Okay. Movement Speed 120. 126. Stamina 140. 1400, sorry. 1400? Mhm. 1026. Okay, dann bin ich da ein bisschen weiter. Und der hat einen großen. Ja, gut, ich meine, du hast 100, 178. 148. 141. Achso, okay. Heftig, ja, echt heftig. Oh, aufpassen. Friendly Fire ist immer. Boah, hab ich dich jetzt auch getroffen, ja? Nee, jetzt warte nicht, aber. Also du kannst mal mich anbrüllen. Boah, heftig. Nee, lass mal, ich möchte dich jetzt nicht irgendwie da von dem Tier abfressen. Also pass auf, mir passiert nichts. Lass mich mal ganz kurz mit dem Lightning fliegen. Nein. So, jetzt nochmal landen. Landen, landen. Ach, mein Gott. Wo bist du? Achso, oben. Okay, da fliege ich nochmal nach oben. Nee, komm runter. Jetzt fliege ich nach oben. Nein, ich fliege nach oben. Jetzt ist übrigens so ein schöner Strahl auch noch. Die können wir auch noch da. Also mit dem Landen, das ist echt ein bisschen schwer. Der will irgendwie nicht, ne? Geht. Okay, du kannst das, glaube ich, schon ein bisschen besser. Muss ich noch lernen. So, dann machen wir den Lightning. Also ist bei den Drachen alles gleich, nur die Spezialattacke ist dann eben anders, ne? Ja. Und, bei Feuerdrachen ist gegen Feuerangriffe immun. Und ich glaube, der Lightning auch den Lightning dann. Also es ist, glaube ich, immer gegen ihre eigenen Angriffe immun. Okay, also der Lightning ist schon echt mal richtig brutal. Aber echt, das Lenken mit diesem Strahl ist nicht ohne, ne? Das muss man echt können. Musst du üben. Ja, das muss man echt üben. Also einfach ist, glaube ich, der Feuerdrachen von Anfang. Also wenn ihr so gesehen das, wie heißt das nochmal mit dem, wenn man das, den kleinen Drachen lieb haben muss und ein bisschen spielen, wie nennt man das hier im Spiel? Imprinting. Imprinting, wenn man das Imprinting dann geschafft hat, dann kommt dann eben nur noch die Zeit des, ja, die Milch müsste ja drin bleiben, denke ich mal, ne? Und dann warten, ja, bis er groß wird. Und dann habt ihr eben euren Drachen. Ich nehme jetzt noch einen. Und der Vorteil ist halt, wenn du ihn imprintest, als wenn du ihn geclaimed hast, dann kriegst du halt krassen Bonus, wenn du ihn selber fliegst. Okay, das ist jetzt, glaube ich, der vom Lenya, ne? Also vom Stone, der das, glaube ich, gemacht, ja. Der kriegt immer einen Bonus, wenn er halt uns da reitet. Er ist halt noch stärker dadurch. Okay. Ich lasse mal ganz kurz den Lightning draußen stehen, gehen wir ganz kurz rein, holen wir hier den Poison noch, also den Giftdrachen. Sorry, dass es gerade alles so langsam aufbaut, aber das ist echt, das Gebäude ist riesig und das dauert Ewigkeiten. So. Ich mach durchrennen. Ja, geht schneller dann, ne? Ja. So, ich nehme mal dann meine aus meiner Ecke.
damit ich euch dann auch alles zeigen kann. Zeigen werde, so, und dann die Spezialattacke ist, glaube ich, einfach nur Spucken. Der spuckt, glaube ich, irgendwie sowas, ne? Ja. Ah. Aber fliegt recht weit, muss ich sagen, wenn ich mal hinterher fliege. Ja, das fliegt recht weit. Oh, das ist echt wie so ein Katapult fast. 38 Pfund der Defense. Reichweite. Wenn du es genau wissen willst. Da muss man aber genau ziehen. Ich sehe jetzt gerade keinen Gegner, wo ich den jetzt. Ach, da war ein. Aber so ein. Aber der schießt wenigstens viele hintereinander. Das ist auch hier. Ach nee. Oder? Ah nee, der schießt glaube ich nur drei hintereinander, dann hört er auf und dann verschwindet das eine wieder. Ich glaube, das andere kommt in der Zeit halt einfach wieder an. Also ist halt in der Reichweite dann angekommen. Okay. Okay, das kann auch nicht viel Schaden. Er macht nicht viel Schaden. Also ist das vom Level auch jetzt nicht unbedingt so hoch, ne? Ja. Was halt der Vorteil bei dem ist, wenn man PvP macht, durch die hohe Reichweite, kannst du halt von weit weg schon beschießen und es geht halt durch Gebäude durch. Kannst auch Leute im Gebäudeinneren treffen dadurch. Was mit dem Lightning jetzt zum Beispiel nicht geht. Oder mit dem Flammendrachen, der muss halt sehr nah ran. Was ist? Egal. Mach mal nichts. Ach, stimmt. Wir sind ja immun gegen den. Ja, stimmt ja auch, ja. Okay, dann war es das ja so gesehen. Was essen die eigentlich? Die sind Fleischfresser, ne? Komplett Fleischfresser, Punkt. Ja. Das war es, nichts anderes. Ja, auch komisch, so ein Vegetarier. Ne, so, vielleicht so ein Schwefelsauger oder sowas bei dem Feuerdrachen. Muss es Sulfur geben. Ja. Sulfurknirscher. Ja, bestimmt oder sowas. Okay, wir stellen uns mal hier vorne, ganz oben auf die Spitze. Ich level den mal ganz kurz. Was mache ich denn da? Speed hier, komm. So. Und dann machen wir von hier aus die Abmoderationen. Gebe ich euch noch am Ende des Videos noch ein paar tolle Schnipsel von Fotoaufnahmen, die wir gemacht haben. Der Stone ist übrigens wieder, ihr beide seid, glaube ich, wieder dabei, weitere Drachen am ausbrüten. Und ja, dann werden wir, glaube ich, eine halbe Armee von Drachen bald hier stehen haben. Und so können wir dann auch mal ganz gemütlich mal durch die Drachenschlucht fliegen, ohne Angst zu haben. Okay, Leute, das war's. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Vergesst das Däumchen nicht und bis zum nächsten Mal und tschüss. Beim Winken spucken.
So, Freunde. Oh, was leckt das denn hier die ganze Zeit? Was ist denn los?